Recht herzlich willkommen zur 36. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir sind hier und müssen die platt machen, definitiv, ne? Da müssen wir da also angreifen, ne? Und die sind eben letztes Mal abgehauen in der letzten Folge und ja, wir haben schon jetzt da irgendwie den Anschluss wieder verloren, keine Ahnung warum. Aber da müssen wir jetzt hinterher. Die sind halt schneller wie wir. Da kommt noch ein Angebot. Was soll das denn jetzt hier? Ablehnen. Kann ich nicht. Ich gewinne hier den Krieg gegen die und jetzt kann ich noch nicht mal den Frieden verhandeln. Muss ich jetzt auch noch akzeptieren. Du glaubst es doch nicht. Das ist nie wahr, ne? Ja, den Rückeroberungskrieggrund, den werden wir auch definitiv durchziehen jetzt hier. Wo sind die? Können wir nicht angreifen? Warum nicht? Steht das da? Also, wir haben hier oben irgendwie Kriegsmüdigkeit, Stabilität zu schlecht. Dann steigern wir die gerade mal. Komm schon. Okay, und dann ist mir das auch egal. Wir greifen die dann an, ne? Jetzt muss ich da wieder rein und dann den Krieg erklären. Sofort erklärt hier, zack. Wir sollten vielleicht nochmal sofort zusehen, dass wir vielleicht noch ein paar Söldner engagieren. Einer geht noch. Dass wir noch ein bisschen stärker sind. Geht noch einer. Und da geht auch einer. Geld spielt jetzt erstmal gar keine Rolle, würde ich sagen. Wir müssen nur zusehen, dass wir die Ländereien hier befreien. Wir gehen mit. Stopp mal. Ist das die einzelne Einheit? Ja, das ist die einzelne Einheit, die keinen Anführer hat, ne? Genau. Und die gehen da auch noch hin. Das müssen wir auch noch befreien. 8 Leute haben die schon wieder zusammengekriegt in der kurzen Zeit. Ne, das ist nicht richtig, oder? Das ist nicht richtig. Wo laufen die denn jetzt hin? In unsere Hauptstadt, ne? Ja, aber da kriegen sie jetzt gleich ein. 9. Die sind im fremden Land und die Armee wird besser. Wir nicht, ne? 14, 8 und bei uns geht's runter und bei denen nicht. Du glaubst es doch nicht, oder? Da rückt noch einer nach. 6, komm. Die verstärken sich noch. Und das geht auch nicht zu Ende, ne? Gleich hinterher. Ja, wenn wir die dann mal kriegen, ne? Wir haben 3 Länder hier eingenommen von denen und 19%. Die haben nichts eingenommen, in Anführungsstrichen, und ganz viele Prozente, ne? Ich will jetzt hier nicht 1000 Fenster aufhaben, ne? Guck mal, da, wie schnell die sich wieder regenerieren. 6 haben die. Und dann machen wir gerade einmal das Lesen hier. Prestige verlieren. 3000 Soldatenzahl, da muss ich Prestige verlieren, kann ich jetzt nicht ändern. 10 zu 6, 9, 5. Da kommt noch eine Verstärkung bei denen, du glaubst es doch nicht, ne? Und gleich kaputt machen die Verstärkung. Die laufen weg und wir kommen nicht hinterher, habt ihr das gesehen?
So, jetzt machen wir das erstmal. Was können wir denn machen? Warte mal, machen wir Pause hier. Das wollen wir mal lieber angucken. Vielleicht bringt uns das irgendwas. Korvetten bringen uns natürlich nichts. Nationaler Arsenal. Schiffslimit, toll. Und das ist Schiffslebensdauer. Super, oder? Garnisonsstärke wäre das nächste. Und da Moral der Flotten. Das bedeutet, wir nehmen das. Okay. Okay. Was ist das? Einheiten. Am Verlust erlitten. Das ist klar. Im Krieg passiert sogar schon mal. Nee, da lang. So. Gucken, dass wir die nochmal aufreiben. Aber das sind jetzt 5, ne? Wir sind 8. Jetzt sind sie schon 6. Okay, wir sind 9. Aber die kriegen wir jetzt nicht kaputt, oder? 6-5. Das kann nicht sein, ne? 4-5, guck mal, das ist unfassbar. Kriegen wir hier noch? Nein, kriegen wir nicht. Wir haben kein Geld mehr jetzt. Die ziehen jetzt nach. Jetzt müssten wir mit den Frieden verhandeln erstmal, gucken, ob da was geht. Und mal warten, Pause. Die will ich wieder haben und das geht nicht. Guck dir das an. Wir können da gar nichts machen. Wir haben 16% plus und wir können kein Land wieder zurückerobern. Das ist nicht wahr, oder? Ja, dann können wir keinen Frieden schließen. Das ist ja richtig mager, ne? Jetzt rüsten die da voll auf, kommen jetzt uns gleich entgegen noch, greifen uns wieder an und wir sind wieder Loser. Wir gehen aber dahin, oder? Jetzt kommen wir noch zu spät, oder was? Ne. Wir machen uns jetzt kaputt. Das ist unfassbar, oder? Wieder verloren. Zehn Prestige kriegen wir, super, ne? Söldner kommen wir nicht. Truppen sind auch gleich aufgebraucht. Und die kriegen uns jetzt wieder Wetten, dass sie schneller da sind, wie wir weg sind. Das ist nicht zu glauben. Also irgendwas passt da nicht so ganz, oder? Sowas ist für mich unerklärlich. Kolonialisierungsreichweite ist mehr geworden. Hohe Kriegsmüdigkeit können wir nicht verändern. Stabilität können wir steigern. Wir sitzen hier drin und wir haben nicht eine Einheit mehr. Das ist alles aufgerieben. Ja, das ist super sowas, oder? Eigentlich sind wir diejenigen, die die Sache hätten gewinnen können, aber das Spiel möchte das wohl nicht, so kommt mir das vor. Ja, wir können jetzt nichts mehr machen. Zwölf Taler haben wir. Kriegen wir irgendwo noch eine Armee zusammen? Ich glaube nicht, ne? Jetzt hin. Geld nimmt zu, einfach aus dem Grunde, weil wir kein Dingens haben. Wie heißt es, keine Armee haben? Das machen sie jetzt gerade wieder ironisch.
16,5. Na, nächsten Tacken können wir das vielleicht hinkriegen, ne? 15, noch nicht mal. Ja. Ja, jetzt gehen sie hier unten noch rein. Dann können wir das Land auch nicht mehr auswählen zum Aufrüsten. Brauchen wir gar nicht machen. Das ist dann auch noch verloren. Jetzt können wir die erste Armee bilden. Jetzt kommt bestimmt Friedensangebot. Und dann können wir diese drei dann da, ne? Da ist es schon. Machen wir natürlich nicht, ne? Aber uns bleibt sowieso nichts anderes übrig am Ende, ne? Ach, die haben sie so im Handstreich aufgerieben. Habt ihr das gesehen? Oh, jetzt ist hier was hier. Nein. So, und jetzt? Sieht so aus, als ob wir das jetzt verloren haben, ne? So, jetzt sind wir handlungsunfähig. Warten wir das nächste Angebot ab, oder? Ja, die haben uns ein Land übergelassen und der Rest ist jetzt von denen besetzt. Ja. So, finanziell. Wir haben einen imperialen Kriegsrund gegen Kaffa. Super, kenne ich nicht. Benötigt 18 zum Bau. Ja. Ich sag mal, mit dem, was wir ja jetzt haben, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr weiterspielen. Das war die letzte Folge wohl mit den Irokesen, weil, ja, da haben wir keine Chance gehabt, ne? Wir waren gut dran eigentlich. In meinen Augen hätten wir letzte Runde das definitiv gewinnen können hier, aber das Spiel hat wohl etwas anders gedacht. In meinen Augen ist das jetzt nicht so ganz richtig gewesen. Wir haben die Huronen hier mehrfach geschlagen, aber der Wert, der hier unten stand, der sprach halt für die. Können wir nichts machen? Müssen wir durch, ne? Ist halt so. Tja, schade. Okay, damit würde ich sagen, ist das Spiel jetzt beendet. Müssen wir schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Ob wir das jetzt hier machen oder ja, das sein lassen. Oder ob wir vielleicht dann nochmal, wo ist denn Europa? Hier Europa was machen, gucken, ob wir da. Frankreich hätten wir schon verloren, mit den Irokesen haben wir verloren. Vor den deutschen Bund hier. Das Reich deutscher Nationen irgendwie mal in Angriff nehmen. Hier irgendwo reingehen. Sieht ja schick aus hier drinnen, ne? Ist aber noch schwerer wie das andere. Müsste man gucken, was man da so macht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Schreibt das in den Kommentaren, was wir mal probieren sollen. Und gucken. Ne? Gut, okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen Projekten dann mit reinguckt und vielleicht auch einen Kommentar schreibt, was wir hier weitermachen sollen. Bis dann. Tschüss.